liebe Freunde, und damit begrüße ich euch zu dem ersten Tag-Video hier bei uns. Der liebe Manu von den Active Let's Play hat mich getaggt. Ich glaube, so ein Rundum-Tag, also der geht immer weiter, denn ich muss auch 4 Leute taggen. Im Hintergrund werdet ihr, glaube ich, irgendwie 2 Videos sehen von Herrschaft oder Team Deathmatch. Weiß gar nicht. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich fange mal bei Frage 1 an. So, Frage 1. Wie bist du damals zum Zocken gekommen? Ja, keine Ahnung, also natürlich hat es angefangen mit YouTube und alles. Ich habe mir die ganzen Gronkh-Videos zum Beispiel geguckt und habe mir so gedacht, okay, was macht der eigentlich? Am Anfang war es natürlich ein bisschen kurios, aber dann irgendwie nach der Zeit war es dann natürlich klar, okay, also das Spiel was und nimmt halt auf und sagt halt seine Meinung dazu oder kommentiert es halt. Und ehrlich gesagt bin ich dann durch dieses Ding von Kong so zum Zocken gekommen, denn ich habe davor schon 2 oder 3 Jahre davor schon eine PS2 gehabt, aber ehrlich gesagt habe ich da nie so wirklich drauf gezockt, weil alleine immer scheiße, weil naja, so ein Kaff, die Freunde sind ein bisschen weiter weg, aber naja. Gut, Frage 2. In welchem Alter hast du dein erstes Game gespielt? Zehn? Mit 9? Kann ich euch nicht sagen. Was war deine erste Konsole? Ja, also ich jetzt gerade schon zu Nintendo oder was man da immer halt kennt. Oder DS? Nein, meine erste Konsole war wirklich die PS2. Danach kam PC. Und es bleibt auch immer PC. So. Was war dein erstes Game? Mein erstes Game war eigentlich FIFA 5 oder FIFA 3, ich weiß es gerade gar nicht. Auf der PS3. Auf der PS3. Das war mein allererstes Game, glaube ich. Und. Oh, da war noch ich sag einfach mal FIFA 3 ist es, glaube ich. Ja. Auf der PC. Was war dein erstes Game, was du von deinem eigenen Geld bezahlt hast? Dein eigenen Geld? Das war dann später für den PC. Also damals, ups, das ist mein Bildschirm. Oder besser gesagt, damals für meinen Laptop war es SimCity 4. Das war eigentlich, glaube ich, das allererste Spiel, was ich mir selber gekauft habe. Feindliche Harrier im Anflug! Das kann man jetzt nicht sagen. So, jetzt sind wir Leute. Gut, dann tagge ich einmal natürlich Trissi. Sie wird da wahrscheinlich dann ein Real-Life-Video draus machen, schätze ich mal. Wird mich natürlich sehr drauf freuen. Dann den Manu, die ich werde leider nicht tagge, gut ist schon bitte. Deshalb tagge ich jetzt, ich werde kurz den Namen gucken. Let's Show My Game. Wikipedia, da freut sich auch schon. Und als drittes würde ich gerne nehmen den Zutat-LP, den muss ich noch benachrichtigen. Und als viertes, wenn ich das noch mal einfällt, würde ich einfach mal sagen, Jonas, viel Spaß damit, hab Spaß, 15 Fragen zu beantworten. So, welchen von dir genannten wünschst du den größten Erfolg? Natürlich wünsche ich allen, die ich irgendwie kenne auf YouTube, natürlich riesen Erfolg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Trissi wirklich sehr viel gönne, denn sie investiert wirklich sehr viel Zeit darin. Und hat zwar eine kleine Pause, aber gut. Sehr viel Erfolg. Achso, was war das lustigste Gaming-Video, welches du jemals auf YouTube gesehen hast? So, der Video, da muss ich sagen, oh Gott, was ist das denn für ein Depp? Aber es ist auf jeden Fall von PeteSmeet. Das ist ganz sicher. Die 6 Nougat-Schnitten, da war bestimmt irgendein richtig geiles Video dabei.
Metallica oder Backstreet Boys? Keine von denen. Welches Pokémon beschreibt dein 96? Nee, Pokémon ist der letzte Bullshit, den es gibt. So. Wieso bist du aktiv auf YouTube? Was bewegt dich dazu? Es ist nicht wirklich ein Spaß, nicht oft einfach darüber zu quasseln, weil wenn man, auch wenn man bei Single-Projekten würde man es dann alleine spielen und einfach nur dann ein paar Freunde spielen, da hat man richtig diesen Spaß dann auch. Und dann auch das mit auf YouTube zu teilen, dass es dann auch andere Leute sehen und daran teilen. Das ist einfach schön mitzubekommen. Und was mich dazu bewirkt, ist einfach, dass es immer weitergeht und dass man auch immer mehr, immer mehr Bekanntschaften eigentlich schließt. Das ist so einfach. Und wie groß die ganze Community ist. Das ist. Was ist das Peinlichste, was dir jemals im Leben passiert ist? Autsch. Das Peinlichste. Ich kann nicht erzählen, vor ein paar Jahren war ich noch klein, also ich schätze mal 10, 11. Ja, oder vielleicht nicht so. Ja, aber ich glaube so 10. Bei uns vom Tischtennisverein haben wir Saisonabschluss-Skate auf so einer Terrasse in der Stadthalle. Und da haben wir immer Fußball gespielt. Und das dann da so warm war, waren so Bänke aufgestellt. Und dann hatte ich im Mobilglas hatte ich ein Fanta. Das habe ich dann auf den Tisch gestellt. An einem Außen, an so einem Tischrand. Und da standen dann 4 rein. Dann habe ich aber nicht mein Fanta getrunken, sondern vom Tisch davor das Bier und habe es einfach mal leer getrunken. Und habe es dann aber erst später gemerkt, wo mich dann bei der nächsten Pause der Mann angesprochen hat, der dann saß und hat gefragt, ob ich denn sein Bier leer getrunken habe. Also. Ich würde ehrlich sagen, das Peinliche fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ein, aber das ist so das Witzige, was ich eigentlich immer bei mir verhalten kann. Und lustig. So, 13, Battlefield oder Call of Duty. Auf jeden Fall COD. Was mir schon in den letzten Tagen sehr viel Spaß macht. Und ich auch immer mehr zocke, weil Battlefield finde ich einfach nur scheiße. Wie lange wirst du YouTube noch machen? Wie lange werde ich YouTube noch machen? Also das ist hier das letzte Video. Ich verabschiede mich damit. Nee, Quatsch. Ich werde natürlich YouTube so lange machen, bis es mir Spaß macht. Das werde ich mich auf jeden Fall nicht. Und deshalb denke ich mal. Hast du schon eine Idee für einen Beruf? Ja, habe ich. Ich mache jetzt eine Ausbildung, und zwar als Mechatroniker. 15, das ist mein Bildschirm dunkel. Was sind das jetzt? So, 15, wie bist du auf YouTube gegangen? Das ist jetzt echt schwer. Ich habe gesagt, ich komme. Aber dann muss ich dazu noch sagen, dass ich damals damals habe ich Minecraft gespielt und dann eine Freundin hat mich auch angesprochen, weil die hat auch Minecraft gespielt. Das ist schon echt schon lange in der Kampagne. Da bin ich halt angesprochen, ob ich einen Gronkh kenne. Ich so, was ist das jetzt? Was soll das jetzt sein? Und die hat mich eigentlich damals draufgebracht, dass es sowas gibt. Also Let's Plays. Und dann bin ich eigentlich auch auf YouTube gekommen. Und ja, besser kann ich das jetzt nicht erklären. So, das waren auch dann die 15 Fragen, also nicht vergessen getaggt. Drizzy, Sotap Let's Play oder LP. Let's Show My Game, lieber Paddy und Jonas. Viel Spaß bei dem Fragen-Tag und ja, damit würde mich auch verabschieden. Und dann würde ich sagen, dass wir uns das nächste Mal
Wiedersehen beim nächsten Tag oder beim nächsten Video. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne draußen. Also bei dem, wo es so ist. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.